Solo, komm. Oh, dann ist aber dunkel, dann muss ich erst wieder Nightshot. Nightshot? Zack. Ja, wir müssen jetzt einen langen, dunklen Gang nehmen. So, und hier geht's rein in den Hauptmann-Raum. Nein, werde ich jetzt ein paar zeigen. Dunkel. Alkohol ist ungesund, ist doch glatt gelogen. Denn hier haben wir den Gegenbeweis. 114 Jahre alt, in England geboren. Amy Hunt, dafür verdient du einen Preis. Jetzt fragt ihr euch doch sicherlich, wie hat sie das geschafft? Okay, wir werden's euch verraten. In 24 Stunden zieht sie vier halbe weg, vier halbe von den englischen Granaten. Amy Hart, Amy Hart, Amy Hart, Amy Hart, wir gratulieren dir, Amy Hart, Amy Hart, Amy Hart, Amy Hart, wir drei gestehen zu dir. Spürst dich glatt vernaschen, denn du bist für mich die geilste Frau der Welt. Jeden Tag 2 Liter aus halben Liter Flaschen. Frauen wie du, die wissen, was dem Kerl in ihr gefällt. Wir hoffen, dass du glücklich bist und dass du lange Zeit von Herzen nur das Allerbeste. Jetzt reiß dir noch nen halben auf, mach dich richtig breit. Und dann sind wir bald deine Ehrengäste. Amy Hart, Amy Hart, Amy Hart, Amy Hart, Amy Hart, Amy Hart, wir gratulieren dir, Amy Hart. Freitag. Und wir warten wie immer auf halb 10 auf unseren Hausmeister. Weil wir nicht reinkommen da. Ne? Aber so ist es. So sind sie halt, die Hausmeister. Ist, so ist es dann. Leben, wir müssen da durch. Unpünktlich. Ne? Und schöpft wahrscheinlich gerade noch den Keller aus. Keine Ahnung. Kann ich auch sagen. Tja. Oder er kommt heute mit dem Fahrrad, weil heute regnet es ja nicht ganz so stark. Nein, es hat also ein bisschen nachgelassen, aber wir haben die härtesten Regenfälle seit 1955 über uns ergehen lassen, die letzten 3 Tage. Haben wir festgestellt, ja. Wir hatten Hochwasser überall, die Oka ist überschwemmt, Katastrophenwarnung in Braunschweig in der Innenstadt, weil die Oka über die Ufer getreten ist. Rückhaltebecken sind gebrochen, Straßen wurden gesperrt. Wirklich, wir konnten gestern hier gar nicht vor Stahl, wir mussten ja praktisch einen Umweg fahren, um ans Studio ranzukommen, weil alles dicht war. Also seid alle froh, wenn ihr in der Zeit nicht in Deutschland wart. So sieht's aus. Oder vielleicht in Thailand. Obwohl, da gibt es auch Monsunregen. Ja, so ähnlich wird das wahrscheinlich da auch sein, wenn es dann da losgeht. Aber heute und gestern und vorgestern und vorvorgestern, wie gesagt, heute geht's. Na, wir haben ja da Spione sitzen, die werden uns das dann. Auch das Studio selber hat es betroffen, stark. Ne? Ja, ins Lager. Muss die ganze Nacht Wasser wischen, da will es das Wasser von der Decke kam. Das Dach war vollgelaufen, da ging nichts mehr. Katastrophe. Ja. Aber zum Glück, die Aufnahmeräume hat es verschont. Und unser Equipment auch. Richtig, alles noch furztrocken. Ja. Ja, und jetzt warten wir hier halt auf den 5. Tag im Rennen.
Richtig. Rhythmusgitarren sind drin, bis auf ein paar Akustiksachen. Klausi pennt noch, der kommt ein bisschen später heute, weil er Nachtdienst hatte. Muss ja auch mal sein. Ne? Ich habe 9 Songs bis jetzt eingesungen. Didi hatte die dusselige Idee, alles zu doppeln. Wird noch viel Spaß werden auf alle Fälle, das weiß ich jetzt schon. Ja, dann machen wir heute noch ein bisschen China-Becken, müssen wir noch machen. China. Und dann Solo-Gitarre. Klausi wird sich halt mal austoben, ne? Und dann sehen wir mal, was noch übrig bleibt. So sieht das aus. Für etwaige Gaststars auf dieser neuen Brett-CD der Bukowskis. Ne? Ansonsten kann ich nur sagen, Leute, freut euch drauf. Es wird heiß. Gut.